Dieses Mal geht es um den Carinthia D600, einen Daunenschlafsack und meine Erfahrungen im Winter. Ja, die mag ich mit dir teilen und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Super, dass du dabei bist. Carinthia D600, ein Daunenschlafsack. Und ich habe den jetzt in der Saison 2018-2019 in der Wintersaison ausgiebig testen dürfen. Ja, und mein Fazit ist, ja, durchwachsen, aber dazu mag ich gleich kommen. Ich habe den, damit du jetzt auch weißt, wo ich ihn eingesetzt habe, bei all meinen Wintertrainings, das waren insgesamt 3 an der Zahl, eingesetzt, inklusive Übernachtung. Einmal hatten wir, so um die 0 Grad, aber Regen. Das war unangenehm. Dann hatten wir minus 4 Grad, minus 3, minus 4 Grad ohne Regen. Oh, das war so okay. Und dann hatten wir einmal minus 10 Grad und das war richtig kacka. Aber dazu will ich gleich kommen. Technische Daten zu dem Produkt findest du unten bei mir im Shop. Kannst den auch erwerben, da steht dann alles drauf. Aber ich mag jetzt nicht über die technischen Daten alleine reden. Das Ding, ja, wird ausgeliefert in diesem Sack hier, den du da gesehen hast. Das ist der Aufbewahrungsbeutel. Und die Idee ist natürlich, dass man das Teil nicht so auf Mini zusammendrückt und dann jahrelang im Kasten liegen hat. Das ist nicht gut. Das heißt, es soll flockig und flauschig und wunderbar gelagert werden. Und das ist auch ganz gut damit möglich. Die Wärmeleistung für alle da draußen, die auch Carinthia Defense 4, so wie ich, gern haben, gebe ich da den Link zu meinem minus 10 Grad Testvideo. Die werden jetzt sagen, okay, ist der wärmer oder ist er kälter? Und die andere ist halbwegs gleich. Aber das Teil hat nur ein bisschen über 1 Kilo, glaube ich 1,1 Kilo. Ich kann mir technische Daten nicht merken, daher unten den Link. Auch die gesamten anderen technischen Daten, die sind sehr, sehr ähnlich, was Komfortbereich, zumindest das, was der Hersteller angibt, betrifft. Das ist sehr, sehr gleich. Aber es gibt doch ein paar Unterschiede. Und damit meine ich nicht nur die Farbe, dass das rot ist, weil ich meine, wenn du da irgendwo liegst, da irgendwo im Schnee mit Rot wirst du gefunden und genau das ist auch der Punkt. Das ist kein Militärschlafsack. Ja. Da will man nicht getarnt sein, sondern man will ganz einfach on the run, in der Bewegung, einen leichten, kompakten Schlafsack haben. Und wenn ich den jetzt vergleiche mit dem Defense 4, dann hat der 2 ganz klare Vorteile. Nummer 1, viel kleineres Packmaß, den kann man schön klein machen. Ja. Und Nummer 2, das ist leicht im Vergleich dazu, der wiegt nichts. Der Defense 4 hat das Doppelte bei gleicher Wärmeleistung. Gut. Das heißt, wenn du unterwegs bist, wenn du ein Wandersmann bist oder eine Wandersfrau unterwegs bist, auf Touren unterwegs bist, dann wird ein Defense 4, wie ich das auch immer wieder sage, wahrscheinlich nicht das Richtige für dich sein. Aber wenn du ein Bushcrafter bist, ja, und nicht 10 Kilometer, 20, 25, 30, 40 Kilometer am Tag unterwegs bist, dann muss es nicht unbedingt das sein. Es kann, aber es muss nicht sein. Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass wir die Anwendungsbereiche der Ausrüstung besser kennenlernen. So. Was ein Nachteil ist, immer nur im Vergleich zum Defense 4 ist, dass das Shelltex, das außen ist, deutlich dünner ist. Das heißt, mir ist es passiert, immer wieder, dass da ist der Zip, der ist auch ordentlich gemacht, das ist alles in Ordnung, dass hier dieses Shelltex, das richtig weich und flauschig und richtig seidig ist, ja, da drinnen hängen bleibt. Und das passiert mir beim Defense 4, den ich ja seit Jahren im Einsatz habe, nicht so häufig. Das muss man ganz einfach einmal festhalten. Aber das ist ganz einfach so. Und es ist auch meiner Meinung nach so, dass innen drin dieses Shelltex, das ist seidiger und dadurch etwas kühler. Mir eh wurscht, weil ich habe immer einen Fleece-Inlet dabei, gebe ich da auch unten den Link und da habe ich auch einmal ein Video gemacht, das gebe ich da, mein Inlet drinnen, dann ist das wieder okay. Aber wenn du da halbnackt drin liegst und es hat richtig huschi kalt, dann kann das meiner Meinung nach, nichts ist nicht der richtige Ausdruck, aber da bin ich Besseres gewöhnt. Wasserhart ist einen Wärmekragen, auf den ja manche absolut abfahren und natürlich hat das seine Vorteile, den kann man auch einstellen, so wie sich das gehört, dass sich der schön um den Hals legt. Na so eng soll es dann auch nicht sein, also es ist alles gut gemacht. Man kann sich aussuchen, ob der Zip auf der rechten oder auf der linken Seite ist, den gibt es in einer Medium und in einer Large-Version. Ich habe die Large-Version und das ist alles ganz gut. So, es gibt ja auch, vielleicht weißt du das, den D600C. Das ist der Komfort sozusagen, der ist ein bisschen breiter, aber das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht nötig. Zumindest das für mich nicht.
Und pass auf einmal, schau mich einmal an. Ich bin nicht die Gazelle. Ich bin nicht das schlanke Sahnehäubchen. Das bin ich nicht, ja. Sondern ich bin halt der Reine. Und ich habe da drinnen genug Platz. Und wenn so ein Wastel wie ich da drin Platz hat, dann musst du dich vergleichen mit mir, ob du auch so ein Wastel bist oder mehr. Aber nein, wenn du eine normale Körperstatur hast, ja, dann wird das meiner Meinung nach reichen. Aber das muss man sich natürlich muss man dir anschauen. Ich würde ohnehin immer wieder sagen, probier ein paar Sachen aus, dann weißt du mehr. So, also insgesamt ein sehr, sehr interessanter Schlafsack. Ja? Besonders, wenn man unterwegs ist. Aber, und das möchte ich gleich dazu sagen, wärmetechnisch ist meiner persönlichen Meinung nach zwischen Defense 4 und dem hier so gut wie kein Unterschied. Ha, so. Und jetzt kommt's, weil ja manche immer sagen, die Daunenschlafsäcke sind wärmer. Na, das kommt drauf an, ne? Ich hatte einen Teilnehmer, vielleicht siehst du das auch, dann hallihallo, der geht, Extremsportler, der geht jetzt im Februar nach Alaska und macht dort irgendeinen Trail mit, ich glaube, 360 Meilen macht er. Das ist irgend so ein Wettrennen, das die machen, zu Fuß zu laufen. Er hat hinten einen Schlitten, den er nachzieht und da spielt natürlich einmal jedes Gramm eine Rolle, das ist ganz klar. Und Nummer zwei, das ist wirklich kalt, das ist nicht so pipifax kalt wie hier, sondern richtig, richtig kalt. Der hat auch nicht den D600, das ist für den uninteressant, der hat den 1200er, der dann natürlich noch einmal wärmer ist. Aber Nummer 1, der ist dann auch wieder größer, hat mehr Volumen und ist schwerer. Und Nummer 2, der kostet auch ein bisschen was. Und wenn du einfach locker Bushcraften gehst, das als Hobby verwendest und nicht bei minus 523,5 Grad, was es wahrscheinlich eh nicht gibt, aber nicht extrem da herunter, also ins Minus gehst, dann brauchst du das nicht. Ja? Und genau das ist der Punkt. Das ist meine Aussage dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. So. Bist du ein Defense 4 Anhänger, hast mit dem Erfahrung, suchst aber einen Schlafsack, der die gleichen Werte hat, was die Wärme betrifft, aber kleiner und leichter ist und halt ein bisschen mehr kostet, dann bist du mit dem D600 gut dabei. Ich werde ihn auf jeden Fall in den Langzeittest nehmen, genauso wie den Survival One, da kommt einmal später ein Video dazu raus, aber das an einer anderen Stelle. Link zum Produkt findest du unten, wenn du magst, auch auf Amazon, wenn dir das lieber ist. Ich mag dich um einen Kommentar bitten, hast du den D600, erzähl uns ein bisschen was ist dein Eindruck davon, das würde mich irrsinnig freuen. Ja, Daumen nach oben oder nach unten, wie du willst, ein Abo und auch auf die Glocke drücken, nicht vergessen. Da geht es zum Reini Rossmann Messerkanal. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Bis bald, dein Reini Rossmann. Ciao.